Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Und heute habe ich euch wieder ein neues Opening mitgebracht, hier auf diesem Kanal, nämlich die schimmernde Legenden-Pin-Kollektion von Mewtwo. Ja, warum das Ganze? Und zwar, ich war in einem Geschäft und dort habe ich diese Pin-Kollektion noch gefunden. Und mir gefällt die ziemlich gut. Schimmernde Legenden, finde ich, ist ein cooles kleines Miniset. Mit zum Beispiel Mewtwo GX Remoraid drin. Und deswegen habe ich mir gedacht, öffnen wir das einfach nochmal. Außerdem haben wir die Chance, schimmernde Karten zu ziehen. Also alles in allem ein sehr interessantes, schönes Set. Falls es euch aufgefallen ist, meine Stimme ist so ein bisschen weg. Ich bin so ein bisschen krank. Und genau. Lasst euch davon nicht irritieren. Es geht hier nun los. Diese, ja, schimmernde Legenden, dieses Miniset ist vor ungefähr 2 Jahren rausgekommen, würde ich behaupten. Stimmt, glaube ich, so ungefähr. Im Moment machen die circa jedes Jahr irgendein Sonderset. Und dieses Jahr haben wir sogar 2 Sonder-Sets, wie es aussieht. Ups. Genau. Und hier haben wir auch schon das gute Stück. Und hier drin haben wir eine super nice, ja, ein Pin. Natürlich von Mewtwo. Ich finde, der ist ganz gut gemacht. Aus Metall. Natürlich. Sehr schön. Dann haben wir natürlich hier diese Promokarte. Mewtwo SM Promo Nummer 77. Super Psyschlag und hier ein ganz interessanter Effekt mit Erzwinger. Genau. 20 Schadenspunkte fügen die gegnerischen Angriffe deinem Pokémon weniger zu, wenn Mewtwo das aktive ist. Genau. Und dann haben wir hier natürlich auch ein paar Booster Packs. Und wir haben eine Online-PCGO Codecard. Die schaltet Mewtwo frei für das Sammelkartenspiel online. Und hier haben wir die Packs. So, ich hoffe natürlich, dass wir eine schimmernde ziehen im Idealfall. Oder vielleicht eine GX. Mal sehen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit diesem Genesect Pack Artwork. Also ich liebe dieses Set wirklich. Ich finde das ziemlich cool. Codecard an die Seite. Hier ist, glaube ich, auch eine Energie drin. Und hier haben wir Kappels, Flamiau, Ignivor, Felilu, Tyrakrok, auch sehr cool vom Artwork her, Finsternisenergie, Tausch, Tali, Superball, oh, Viridium ist die Reverse, das ist eine Sternkarte, ganz gut für einen Reverse-Pull. Und Leute, wir haben Raichu GX gezogen, sehr, sehr cool mit mächtiger Funke. Donner und Voltschweif GX. Sehr schön. Zum Glück kann ich euch einen GX-Pull hier aus dieser Box präsentieren. Das ist nicht selbstverständlich, denn die Chance ist ganz normal 1 in 6 Boostern für eine GX. Super cool. Mächtiger Funke ist übrigens auch ein ziemlich nützlicher Angriff. Dadurch fügt dieser Angriff 20 Punkte mehr mal der Anzahl der an deine Pokémon angelegten Elektroenergien zu. Kann also sehr, sehr gut sein. So. Mal sehen, was wir ziehen. Hier haben wir Rossana, Zurückhex, Knilz, Baldorfisch, Flunschlick,
eine Psychoenergie. Übrigens kann man das Set auch als SM3,5 bezeichnen. Ist nämlich nach Nacht in Flammen rausgekommen. Pokémon-Fänger, Superball, Irokex. Die Reverse ist Golgantis. Okay, ganz nett. Und wir haben Keldeo Holo gezogen. Genau, jede Karte, also jede Stern in diesem Set ist eine Holo. Deswegen erhalten wir auch in jedem Pack eine Holo-Karte. Sehr nice. Und weiter geht's. Hoffentlich können wir noch was aus diesem Mew-Pack ziehen. Und dieses Pack startet mit Flameow. Ganz cooles Artwork. Wir haben Felilu, Voltoball, Golbit, Bamelin, eine Elektroenergie, Venoflibis, Tausch, Bisaflor, das ist eine ganz coole Ankommen, Kleopatra als weitere Ankommen und die Stern ist Raikou Holo. Von den Holos eine meiner liebsten, hier ist so ein spannender kleiner Fleck drauf. Der Karte. Okay, alles in allem würde ich sagen, ganz solide. Zumindest nicht nur drei simple Holos, sag ich mal so, sondern auch eine GX gezogen. Und Raichu GX finde ich ziemlich cool. Zorak wäre auch mega genial gewesen, wenn wir die gezogen hätten. Oder Mewtwo gibt es auch als GX, aber mit Raichu bin ich auch völlig zufrieden. Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem kleinen, kurzen, knackigen Video. Euer Pokémaniac wünscht euch viel Spaß bei euren eigenen Unboxings. Bis zum nächsten Mal.